Hallöchen, willkommen zurück hier bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Es geht ab ins zweite Schuljahr von Harry und seinen Gefährten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Meine Freunde, wir sind wieder da nach dem Let's Play vom ersten Part. Goddamn, spackt auch schon mein Greenscreen wieder rum. So, jetzt droppen wir auch schon ins Spiel. Ich will gar nicht viel weiter labern, aber etwas möchte ich noch ganz kurz vorweg erwähnen. Und zwar, ja, wir werden das Spiel auch noch auf der PS2 spielen. Und das wird definitiv die Mehrheit oder mehr von euch ansprechen, wie die Game Boy Color oder Game Boy Advance Teile. Dennoch will ich dieses Spiel spielen aus zwei Gründen. Einerseits, weil es genauso ist wie der erste, nur in um einiges besser. Der erste Teil war meh, der zweite Teil kam ein Jahr später raus und hat so viel einfach verbessert und ist trotzdem seiner Linie treu geblieben, wenn man so will. Es ist dasselbe Spiel, einfach in besser und in neuer und im zweiten Teil halt. Und da viele von euch den ersten Teil gefeiert haben, dachte ich, den zweiten spielen wir auch noch. Denn es gibt keinen dritten, zumindest nicht meines Wissens nach, der so ist wie die hier. Und weil ich den Emulator nicht zum Laufen bringe gerade aktuell. Ich habe noch ein paar kleine Schwierigkeiten mit dem PS2 Emulator und so weiter. Grüße gehen raus an den alten Sephiron von damals, der Kingdom Hearts und hier Dragon Quest gespielt hat. Goddamn, es ist dasselbe Emulator und ich fucke mich gerade wieder ab. Mit demselben Shit wie damals, vor 3, 4, 5 Jahren oder so. I don't know, auf jeden Fall spielen wir heute Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf dem Game Boy. Wir gehen straight ins Game, damit wir nicht weiter warten müssen und ein weiteres Harry Potter Spiel auf dem Kanal haben. Ne, wie gesagt, PS2 Teile werden definitiv noch kommen. Da freue ich mich enorm drauf, das sind die besten Spiele, Harry Potter Spiele überhaupt. Noch viel besser als das hier und das hier ist schon eine Hausnummer, meine Freunde. Wir jumpen ins zweite Jahr von Harry Potter. Let us go, meine Freunde. Ey! Yo, meine Freunde! Ihr hört, Musik ist en flieg, meine Boys. Ja, wie gesagt, das Spiel ist genau gleich aufgebaut wie der erste Teil, nur die Grafiks wurden natürlich geupdatet, die Musik ist um einiges variabler und besser als im ersten Teil und das war eigentlich der Teil, den ich am meisten gesuchtet habe. Naja, ihr könnt es vergleichen mit Pokémon, jeder hat die gelbe oder rote oder grüne oder blaue Edition gespielt, was auch immer und jeder hat sie geliebt, dennoch war Johto, also Gold und Silber immer die bessere Variante oder immer die bessere Edition, die man viel mehr gespielt hat, weil sie einfach viel mehr weiterentwickelt war, mehr Pokémon, mehr Sounds und so weiter, ne? Also man kann es so vergleichen. Das erste war einfach Nostalgie pur, oldschool, vom Gameplay und vom Spiel an sich nicht so unbedingt gut. Das hier ist die Weiterentwicklung und das hier ist das Update davon. Was für langweilige Ferien, ich freue mich schon auf Hogwarts. Das erste Jahr war richtig sick, Alter. Ich habe Voldemort hart auf die Fresse gegeben. Okay. Wenn ich dieses Jahr in Hogwarts Bildkarten finde, verstaue ich sie in meinen Folien. Damn, nein, bitte. Bitte, ich habe die Welt gerettet. Aber alle sprechen nur über die neuen Bildkarten. Goddammit. Okay. Hi, Hedwig. Okay. Ich habe schon alle Sachen eingepackt, die ich für Hogwarts brauche. Schon 3 Monate im Voraus. Ich freue mich so hart. Die Tür ist verschlossen. Hm, so wie sie das den ganzen Sommer über war. Damn, Harry ist also eingesperrt. Mit den Gitterstäben vor dem, vor dem Fenster. Übrigens, ein sehr großes Fenster hat der Junge. Und vor allem die Gitterstäbe sind auch ziemlich weit auseinander. I don't know. So. Damn, wer bist du denn, du kleiner Angliboy? Harry Potter! Welche Ehre, sie hier zu treffen. Jetzt geht's wieder los, ne? Holy shit. Danke, aber wer sind Sie? Dobby, Sir. Dobby, der Hauself. Einen Hauselfen kann ich momentan überhaupt nicht gebrauchen. Meine Tante und mein Onkel haben keine Ahnung von Magie. Ich bin gekommen, um Harry Potter zu schützen. Um ihn zu warnen. Warnen? Wovor? Verwirnen? Okay. Harry Potter darf nicht zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zurückkehren. Aber ich muss zurück, alle meine Freunde sind dort.
Es gibt eine Verschwörung mit dem Ziel, in Hogwarts die schrecklichsten Dinge geschehen zu lassen. Harry Potter darf sich nicht in Gefahr bringen. Harry Potter ist zu wichtig. Worüber sprechen Sie? Wer hat Ihnen das gesagt? Dobby hat schon viel zu viel erzählt. Dobby muss sich bestrafen. Yo, der Boy. Der ballert, ne? Der ballert. Er ist am Ballern, der Junge. Nicht doch, was tun Sie denn da? Oh nein, da kommt jemand, Harry Potter. Nehmen Sie meine Warnung ernst. Oh, ich liebe die Musik. I love it. Oh, der Ronny Boy. Hi, Harry. Ron, du weißt doch, dass wir außerhalb der Schule nicht zaubern dürfen. Hä, aber das ist Dads Wagen. Wir haben ihn nicht verzaubert, lol. So können wir uns rausreden. Wir sind hier, um dich mit nach Hause zu nehmen und zu Schulbeginn mit nach Hogwarts. Steig ein! Vergiss deine Schulsachen nicht, okay? Und vergiss nicht die Folio-Magie. Ja, mit den Bildkarten und bla, ne? Ja, chill. Okay. Wir nehmen den Koffer mit und natürlich auch die Bücher. Oh, natürlich kann ich mal wieder nur eines picken. So, Kartenspiel von Merlin, Kartenspiel von Morgana Le Fay. Leute, Merlin ist bekannter als Morgana. Ich habe keine Ahnung, wer Morgana sein soll, deswegen lassen wir die hier. Und den Boy da lassen wir auch... nee, Spaß. Alter, Hedwig kommt natürlich mit. Die Eule Hedwig, meine Freunde. So, übrigens, ihr seht, das Menü ist... praktisch genau gleich aufgebaut. Wir haben auch hier wieder Sachen, die wir equippen können. Wir haben auch Level, wir haben auch Erfahrungspunkte, wir haben Stats, wir haben Gegenstände und so weiter. Naja, also es ist wirklich genau dasselbe wie im ersten Part, einfach wirklich eine verbesserte Variante davon. So, gut. Jetzt hast du alles, was du für Hogwarts brauchst. Los geht's! Übrigens, ich finde Hogwarts in diesem Spiel um einiges besser aufgebaut. Die Musik ist variabler und cooler, die Bossgegner sind toller, die Gegner sind super. Und die Minispiele sind auch sehr, sehr cool. Also, einfach besser gemacht, Alter. Der Fuchsbau. Oh, wie ich dieses Spiel geliebt habe! Das war das Spiel, was ich gesuchtet habe. Der erste Teil, den habe ich schon gespielt, das ein oder andere Mal, aber dieses Spiel habe ich 10.000 Mal durchgespielt. Was für eine Fahrt! Noch aufregender als Achterbahnfahren! Wir gehen besser schnell wieder rein, bevor Mom etwas mitbekommt! Ja, gut, Ron, zeig doch Harry mal das Haus! Und auch hier gibt's wieder massig Zeug zu entdecken, Freunde. Alles klar, mir nach, Harry! Okay, bevor wir jetzt aber mitgehen, gucken wir uns natürlich noch ein bisschen um, ne? Denn hier... gibt's natürlich wieder Mega-Power-Tränke und so ein Kram. Ich war immer verwirrt, weil ich nicht wusste, wo zum Teufel gehen, ne, die beiden Brüder hier hin. Die sind nämlich nach rechts abgehauen und hier ist nichts weiter als Gebüsch, aber in Ordnung. Oh, warte mal. No, Ron, ich wollte das Item noch holen, come on. Das ist euer Haus? Ja, ist eben nichts Besonderes, naja, so eben das, was man mit Hartz IV kriegt, ne? Unsinn, Digga, das ist richtig krass. Wir schleichen uns jetzt ganz leise hoch. Morgen früh kommen wir dann runter und ich sage, schau mal, wer heute Nacht aufgetaucht ist. Das weiß ich bereits, du kleiner Schlawiner. Oh, nee. Oh, shit, meine Mom. Die Betten leer, keine Nachricht. Der Wagen weg, keine Ahnung wohin. Vielleicht gegen einen Baum gefahren. Aber ich freue mich, dich zu sehen, Harry. Hallo, Mrs. Weasley. Erinnerst du dich noch an Rons Schwester Ginny? Hi Ginny! Normalerweise gibt sie nicht so komische Laute von sich. Ich glaube, sie ist einfach aufgeregt, weil du hier bist. Hey, Dad ist heimgekommen! Yo, seit wann hat sein Dad eine fucking Glatze, Alter? Was für eine Nacht! 9 Hausdurchsuchungen für das Ministerium! Was hast du denn gefunden, Liebling? Ein paar äußerst merkwürdige Frettchen. Und die üblichen, illegal verzauberte, nicht magische Gegenstände. Ein fliegendes Auto zum Beispiel? Sorry, Dad. Das Auto, von dem du behauptet hast, du wolltest es nur auseinanderbauen? Das Auto, mit dem deine Söhne über London rumgekreist sind? Habt ihr wirklich, Ron? Hat es gut funktioniert? Ließ es sich gut steuern? Um Harry Potter abzuholen. Bist du Harry? Ich dachte mir schon, dass du kein Weasley bist.
Yo! Hashtag Inzest! Ja, ja, das ist immer so ein Ding bei den Weasleys, ne? Von Cold Mirror hat das Ganze so etabliert. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir noch einen Sohn haben. Aber du siehst gar nicht aus wie einer von uns. Schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, sie kennenzulernen. Hat hier einer Hunger? Ich! Yo, ich auch? Weit, mach mal was. Im Fuchsbau soll keiner hungern. Über den Wagen reden wir später, wenn wir unter uns sind. Was heißt unter uns? Ich bin ja auch, ne? Gehöre ich nicht dazu? Dad verzaubert immer irgendwelche Sachen, die er eigentlich nicht verzaubern darf. Er hat sie hier überall versteckt. Ich werde sie nicht anrühren. Yeah, okay. Ja, diese Allgeschmackbohnen habe ich jedes Mal versucht zu holen und jedes Mal hat Ron mich davon abgehalten, der Pisser, aber egal. Leute, somit starten wir in ein neues Abenteuer in der Harry Potter Welt. Ich werde, glaube ich, das Intro und das Outro genauso usen wie beim ersten Spiel, weil die beiden sich einfach so krass ähneln, dass sie praktisch dasselbe Spiel sein könnten. Und, ja, ne, machen wir einfach mal. Setz dich, Harry, und ess etwas. Hey. Okay. So, meine Freunde, alter, Arthur Weasley sieht richtig krass aus gerade, ne, mit der Brille so, so eine Blitzbrille quasi so. I'm gonna rape your ass, bitch. So, wir haben unsere erste Zaubererkarte gefunden, meine Boys, meine Girls. Hier haben noch, wir noch einen Aufpäppeltrank und ich glaube, hier war nix, weil den, doch, hier war was, aber den brauchen wir später noch. Gut, wir haben die ersten drei Items gefunden. Können wir zurück? Ja, können wir. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo was, ne? Ja, warte mal. Nee, hier müssen wir später noch runter. I see. Hoppala. Was? Scheiße, ich habe gerade was übersprungen, was ich nicht überspringen wollte. Ja, die meinte eh nur zu uns. Yo, Harry, geh mal ins Bett und so, ne? Es ist Schlafenszeit, Harry. Du kannst in Rons Zimmer schlafen. Hä, wo ist denn Rons Zimmer? Geh einfach die Treppe hoch. Du kannst es nicht verfehlen. Schlaf gut. Okay. Ich leg mich schlafen, Harry. Bis morgen. Yo, wer zum Teufel du auch bist. Bis morgen. Ich glaube, das ist der älteste noch zu Hause wohnende Bruder. Von Ron. Und wir haben direkt Gegner. Während eines Duells stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung. Ja, ja, kennen wir alles, meine Freunde. Let us go! Oh mein Gott. Was haben wir hier? Wir haben einen Informus. Das ist so ein Zauber, der uns zeigt, gegen was die Gegner schwach sind. Dann haben wir den Vermilius. Wir haben den Verdimilius. Und wir haben den Flipendo. Und wir haben den fucking Incendio. Wir haben also alle Zauber aus dem ersten Part einfach mal übernommen und haben jetzt schon. So, meine Freunde, ich will ein paar... Oh, Infos sammeln kann ich noch gar nicht anscheinend. Okay. Ja gut, dann gehen wir für den Vermilius, von dem es drei gibt. Einen haben wir freigeschalten, ne? Boots! Oh, wow, das hat gar nichts gemacht, Alter. Oh, das könnte böse werden. Den Incendio können wir noch nicht machen. Flipendo. Come on. Okay, das macht mehr. Das macht mehr. Alter, ist die... Was auch immer das sein soll, stark, Alter. Soll das eine Ameise sein? Oder was ist das für ein Insekt, ey? Boots, okay. Dann verwenden wir mal den Flipendo. Gucken wir mal, was für Damage das macht. Oh, nicht schlecht. Not bad. Ja, aber ich müsste gleich ein Level abkommen, sonst verrecke ich gleich. Auch das spielen wir nämlich als Nuzlocke. Beziehungsweise wir versuchen einfach nicht zu sterben. Okay, ich versuche einfach nicht Game Over zu gehen. Und alles im First Try zu schaffen. So, wir haben Sickel bekommen, wir haben Zaubererkarte bekommen und wir haben 10 Erfahrungspunkte bekommen. Leider kein Level Up. Somit sind wir immer noch schwach. So, wir klauen dem Jungen jetzt einfach mal eine Zaubererkarte aus dem Zimmer. Oh, hallo Harry, ich lese gerade. Vortreffliche Vorschläge für vortreffliche Vertrauensschüler. Echt faszinierend. Digga, du bist ein richtiger Heuchler, ne? Ich hasse Percy, Alter.
Percy war schon immer eine Snitch. Ne, später so im Ministerium, als er der Eulen geholfen hat, seine eigene Familie festzunehmen und so. Ein richtiges Snitch, Alter. Beziehungsweise, das heißt festnehmen. So. Was ist in diesem Zimmer? Oh, die Ginny! Oh, hallo Harry. Was machst du denn hier? Hey Ginny, ich bin für dich gekommen. Ich habe deine Blicke gesehen und ich dachte mir nur... Damn. Ich muss dich mal besuchen in deinem Schlafzimmer. In deinem Kinderzimmer. Ginny, na, wie wär's? Ich suche Rons Zimmer. Ist es hier irgendwo? Es ist ganz in der Nähe von Fred und Georges Zimmer. Aber Ginny, lass doch jetzt mal Rons Zimmer beiseite und... Wie wäre es so? Ich habe ja gerade all Geschmackbohlen gefunden. Ich raub gerade ein Zimmer aus, alle. Ich raub gerade eine kleine aus. Oh Mann, die kleine Ginny, guckt sie euch an, Alter. Oh Mann, ey. Funny. So. Ey, ich hoffe, ich komme nicht ungelegen, ihr beiden, ne? Bitte ignoriert mich nicht. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde an eurer Stelle. Harry, wie schön, dich wiederzusehen. In deinem Schlafzimmer, okay, alles klar. Bruder? Harry, jetzt gehörst du aber wirklich ins Bett. Ich will jetzt nun mit Arthur pimpern. Verpiss dich mal. Okay. So. Noch ein Stockwerk höher, meine Freunde. Finden wir wieder eine Zauberkarte. Und da sind die beiden Banausen mit dem unaufgeräumten Zimmer. Ne, hier muss doch... Hier war doch noch... Ja, genau, in der Socke steckte noch nur so... Ey, Leute, ich weiß es einfach immer noch, ne? Der Speicher ist hier oben drin, Alter. Seit fucking 20 Jahren oder so. Hallo, Harry. Hallo, George. George? Nein, das ist Fred. Ich bin George. Ich bin George, stimmt's, Fred? Ich kann uns selbst nicht unterscheiden. Da mir der Name Fred aber besser gefällt, höre ich auf Fred. Sehr interessant. Kannst du mir sagen, wo Rons Zimmer ist? Genau gegenüber. Stimmt's, George? Letztens waren es jeden Fall noch da. Aber ich gehe nicht so oft hin. Danke. Okay. Natürlich ist es mal wieder das letzte Zimmer, was wir erkunden. Ne? Oh, und in Rons Zimmer sieht es noch viel schlimmer aus, Alter. Der Junge muss dringend aufräumen, ey. Sieht ja aus wie beim Tanzverbot hier. God damn it. Was bist du denn für ein Messi, Alter? Da bist du ja, Harry. Hier, eine Kartenkombination für dein Folio Tripicolus. Magische Duellen kannst du mit Kartenkombination besondere... was? Besondere... laber mich nicht voll mit diesen Karten, Alter. Angriff-Kombi. Nun, das war ein langer Tag für heute, Harry. Wir sehen uns dann morgen früh. Schlaf gut! Yeah! Dun, 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 dun. Was ist denn hier oben, meine Freunde? Der Dachboden. Der Dachboden ist am Start. Kürbispasteten, Zaubererkarte. Wir dürften... Damn, was ist das denn für ein Typ, Alter? Hilfe! Sie sind ein Geist! Ketten. Ketten? Ich gehe ja schon. Ich wollte sie wirklich nicht stören. Damn! Da ist ein fucking Ghoul auf dem Dachboden der Weasleys? Oh, wir wurden nicht geheilt. Okay. Dann ein Mega-Power-Trank, bitte. Oh my god. Will ich das? Will ich das? Nee. Du kannst nicht entkommen. Wenn wir jetzt nicht entkommen, dann sterben wir. Jawohl, Alter. Holy shit, die Fledermaus war ja krass, ey. Damn. Wir müssen dringend heilen. Was geht denn sonst hier? Oh Mann, wir sterben. So. Okay, Moment. Zaubertränke auf Peppeltrank. Na, wir haben keinen. Wir haben nur noch... Okay. Kann ich mich irgendwo heilen oder so? I don't know. Ron, du musst den Garten entgnomen. Ah, schon wieder? Ich habe ihn doch letzten Sommer erst entgnomt. Du weißt genau, dass die Biester immer wieder zurückkommen. Sei bloß froh, dass du diesmal keinen Flubberwurm in den Gurken eingenistet hat. Das ist wohl wahr, die kriegt man so schwer wieder los. Kann ich dir dabei irgendwie helfen, Ron? Na klar, wir machen einen Gartenwettkampf draus. Dann ist es lustiger. Kommt nichts wie raus in den Garten. Okay.
Lil? Stimmt, hier irgendwo war noch Stuff, ne? Oder irre ich mich da hart? Wahrscheinlich suche ich genau die Stellen ab, die ich auch als Kind immer abgesucht habe, aber nie was war, ne? Ja, ja. Okay, das machen wir noch, Freunde. Zuerst müssen wir die kleinen Biester fangen. Sie verstecken sich in ihren Löchern. Wenn sie nicht gerade durch die Gegend spazieren, sobald sie ihre Köpfe rausstrecken, musst du sie dir schnappen. Was mache ich denn mit ihnen, wenn ich habe keine Lust, masseweise Gnome mit mir rumzuschleppen. Wenn wir sie geschnappt haben, wirbeln wir sie durch die Luft und werfen sie über den Zaun. Aber tun wir ihnen denn nicht weh? Nein. Ihnen wird nur schwindelig, sodass sie den Weg zurück nicht mehr finden. Los geht's. Okay. Oh, okay. I see. Ah, okay. Ich verstehe. I understand. Hier habe ich Ron immer mega hart gerackt. Ne, ich bin immer extra dahin gegangen, wo er hin wollte. Einfach nur, oh. Einfach damit er keine Gnome rausziehen konnte und ich quasi gewinne. Obwohl das ja eigentlich super dumm ist, weil wir wollen ja so viele Gnome gemeinsam wegmachen. Ja, und dann kommt er einfach länger. Richtiger Schummler, Alter. Gute Arbeit, Harry. Shut up, Schummler. Jetzt müssen wir sie drehen und dann über den Zaun schleudern. Los geht's. Oh, shit. Okay. Stimmt, das war... Oh, goddammit. Das war interessant, Freunde. Yo. Der Ron hat richtig verkackt. Wie genau... Oh, oh. Wow. Ich habe genauso verkackt wie Ron. Wie zum Teufel... Holy Banoli, okay, der hat ihn an die Mauer geklatscht, der Boy. Wie kann ich Schwung nehmen? Ich meine, ich drücke die Richtungstasten. Willst du mir sagen, das Minigame geht nicht, weil ich... Warte mal, was? Tut sich da was? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Harry ist gerade hart... Oh, okay. Yo, 3 Meter habe ich den geworfen. Okay. Ja, GG, dann kann ich dieses Midding-Game gar nicht gewinnen. Schade, das war ein mega cooles Minigame, Alter. Das geht echt nicht, ne? Nope. Keine einzige Taste funktioniert. Ah, goddammit. Ja gut, dann... Einen halben Meter. Schade! Ja, Junge, du bringst es nicht, Mann. Wisst ihr, damals habe ich die Gnome des Todes über den Zaun geworfen, Alter. Ah, das ist echt scheiße. Das ist mega ätzend. Ich hätte das Game gerne gerissen, ey. Ja gut, anscheinend können wir hier gar nicht gewinnen. Für deinen ersten Wurf war das gar echt klasse, Harry. Digga, verpiss dich mal. Nächstes Jahr kommst du wieder und trainierst noch ein bisschen weiter. Ja, wenn die Steuerung nächstes Jahr nicht so scheiße ist. Solange ich Gnome fangen soll und keine Trolle, die sich für den Tomaten in den Tomatensträuchern verstecken, mache ich das gerne. Du hast im Garten gute Arbeit geleistet, Harry. Wenn du Kreaturen triffst, die gemeiner sind als die Gnomen, dann verwende Informus, um mehr über ihre Stärken und Schwächen herauszufinden. Okay. In deinem Folio Bruti. Was für ein Name, Alter. Bruti. Folio Bruti. The fuck. So, jetzt gibt's bestimmt hier auch Gegner. Ne? Gab es hier nicht sogar Gnome oder so? I don't know, my friends, what's up?
Egal. Lass uns mal wieder zurückgehen zu den Boys und Girls. Oh, warte mal. Wie war das denn? Wie war das denn noch gleich? Meine Freunde, bevor wir abhauen, du bekommst Ghoul-Ketten. Diese Ketten gehören sicher dem Ghoul auf dem Speicher. Er wird sich freuen, wenn ich sie ihm zurückgebe. Warum zum Teufel sollte man dem Ghoul Ketten zurückgeben? Die Boys und Girls wollen schon weiter, aber ich sage nope. Ich gehe jetzt noch den Ghoul auf eurem Dachboden befreien, beziehungsweise gebe ihm seine Ketten zurück, mit denen er rauscheln kann. Warum auch immer Harry das tun sollte, aber anscheinend ist er ein Bastard und, ne, gibt einen Fick auf die Boys und Girls. Du gibst Ghoul die Ketten. Hier sind die, ihre Ketten. Hoffe, das verbessert ihre Laune. Jo, für die Karte, ne? Für die Karte, nice. GG. GG, Harry. Du hast gerade die Weasleys verraten. Okay. Sind die anderen noch in ihren Zimmern? Nö. Interessant. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Sachen gekillt hier. Sowas wie, ne? Das da. Was zum Teufel? Ein Toaster. Der Feuerbälle schießt. Yo. Okay. Okay, jetzt können wir im Folio Bruti gucken, was denn da passiert ist. Toaster. Verwundbar durch die drei Angriffe, ja. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch andere Sachen, ne? Wir haben schwarze Witwe. Oh, die haben wir noch nicht, ne, untersucht. Deswegen wissen wir noch nicht, was der Damage macht. Wir gehen für eine Flippendo. Macht es unterschiedlichen Damage? Der Flippendo hat, glaube ich, 10 Damage gemacht gerade, ne? Dann machen wir mal den hier. 15, ja. Es macht verschiedenen Damage. Wir kommen auf Level 2, meine Freunde. Das war's aber auch schon wieder für den heutigen Part. Eine halbe Stunde knapp. Nicht ganz, aber knapp. Haben wir heute gemacht. Im nächsten Part, im zweiten Part von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, werden wir wohl durch diesen Kamin gehen und wo auch immer rauskommen. Vielleicht bald in Hogwarts, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Meine Freunde, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und haut da rein. Tschüss!